Ja, hallo. Also wir waren kürzlich in einer Session Twitter, Blog und Co. Und wir beide sind jetzt noch, weil ich das weiß, nicht so sehr im Twitter-Universum unterwegs. Wie hast du das empfunden? Also ich habe erstmal Vorurteile abgebaut, weil ich dachte, mit Twitter, damit habe ich Shitstorms verbunden und oberflächliches, ich esse gerade eine Banane und was machst du gerade? Und habe dabei einfach gelernt, war für mich ganz spannend, dass darüber Austausche stattfinden, dass das Fachzeitungen ersetzen kann, dass die Twitter-Umgebung, die man sich selber erschafft, so klug oder so doof ist, wie man sie selber auswählt. Also ich bin nicht bei Twitter und bin total neugierig, mir das einzurichten und da tatsächlich mal ein bisschen hin und her zu scrollen. Was sind so die Dinge, die du mitgenommen hast? Also ich fand das auch genauso spannend, genau, und da kann ich mich nur anschließen, was du gesagt hast. Wo ich dann drüber nachdenke, ist natürlich, wo setze ich das ein? Was kann ich wirklich nutzen? Also ohne dann eben nur Unfug zu twittern, weil das macht ja auf Dauer auch keinen Sinn. Wie oft und wie viel muss ich twittern im Laufe eines Tages, der Woche oder des Monats, ja, um Leute, die vielleicht folgen, bei der Stange zu halten? Und wie gesagt, auch das Thema, bringe ich mich selber mit meiner Person ein, also namentlich oder die VHS? Also da stellen sich schon eine Reihe Fragen, wo ich noch ein bisschen länger drüber nachdenken muss, was ich dann daraus mache. Aber ich finde es auch sehr, sehr spannend und ich kann mir schon vorstellen, da auch mal was auszuprobieren. Das würde ich schon so sehen. Die Gefahren, die auch angesprochen wurden in der Session von einzelnen Teilnehmern, da denke ich natürlich auch drüber nach. Aber ich denke, ein Versuch ist es auf jeden Fall wert. Also ich würde das schon mal testen wollen. Ja. Eine Sache fällt mir noch ein. Also die Skepsis, die ich am Anfang gegenüber Twitter hatte, ich probiere es ja jetzt erst noch aus, mich hat eigentlich dazu bewogen, dahin zu gehen, weil mich heute einfach manchmal Leute total nerven, die sagen, Internet, kann ich dir mal eine Mail schicken? Um Gottes Willen, diese neuen Medien. Und dann bin ich so schrottgenervt und ich will nicht, dass es mir übermorgen mit Twitter genauso geht. Das war's. Ja, es ist immer die Frage nach dem zu viel, ne? Also, dass man Facebook nutzt, Twitter nutzt und Mails natürlich, obwohl das ja schon sehr altbacken ist vergleichsweise, teilweise so empfunden wird. Also, dass man auf verschiedenen Bereich oder in verschiedenen Bereichen unterwegs ist und man dann irgendwo selber auch vielleicht zeitlich irgendwie in Schwierigkeiten kommt, ne? Dass man dann einfach nicht mehr weiß, wie man alles abdeckt oder selber auch den Überblick verliert. Das waren auch so die Gedanken, die ich dazu habe, aber vielleicht ist das auch einfach ein Vorurteil.